aber... Nein. Falsche Kiste. Ich nehme jetzt mal eine Schere mit. Und noch eine Schere nehme ich mit. Und geh mal auf Schwert. Ich traue den Mobs nicht. Komm her. Ich mach dich platt. Und wir gehen jetzt mal... Schafe. Schafis. Etza. Zack, zack, zack. Zack, zack. Du hast gerade einen Enderman gehört. Zack. Oh, ihr seid nackig! Oh, ihr seid nackig! Lasst mich trotzdem raus, auch wenn ihr nackig seid. Hier habe ich natürlich nichts mehr. Habe ich da noch Samen? Habe ich die alle da reingeschmissen? Hier habe ich noch Weizen. Hab ich gar nichts dran. Warum stelle ich eigentlich Truhen auf, wenn die eh leer sind? Also Mukus habe ich eine Menge. Schweinis habe ich nicht mehr so viele. Hühner habe ich auch nur zwei. Gleich geht's los. Gruppenkuscheln. So. Dalla. Die Wolle schmeiße ich mal da rein. Die brauchen wir nämlich. Ganz viel von der Wolle brauchen wir. Ich bin heute zu doof, um durch Türen zu laufen. Ganz viel von der Wolle brauchen wir nämlich. Und zwar für unseren Leuchtturm. Aber wo Leuchtturm? Jetzt weiß ich, was ich da noch bauen wollte. Wie gesagt, ich gehe mal komplett planlos an die Sache ran. Und mir fällt halt alles ein. Wieder ein oder auch nicht, und wir haben irgendwann 152.752 Baustellen. Ja, ich hoffe, so schlimm wird es nicht, aber ich traue es mir zu. Wenigstens bin ich ehrlich. Kann man mir das anrechnen? Kann man nicht, oder? Ah, scheiße. Kann man mir nicht anrechnen. Juk, juk. Juk. Juk, 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 juk. Juk, 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 juk. Ich mag Züge. Juju. Kennt bestimmt auch jeder von euch. Ich mag Züge. Und platt ist er. Der Zug mochte ihn auch, ja. Ja, ja, schlimm, schlimm. Und alle. Yep. Und alle. Yep. Und alle. Yep. Und da hinten ist noch einer. Dann setzen wir doch gleich mal wieder Bäumchen an. Zack. 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 Wo war ich? Ach ja, zack. 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 Und zack. Ich glaube, du warst schon eine Fichte. Zack. Zack, zack. Ach, ist ein Pförtner. Ja, ein Pförtner ist bestimmt... Ja, jetzt mal echt. Ich sehe es ja bei uns in der Arbeit. Pförtner. Ist, also ich weiß es nicht. Ist der Job wirklich so langweilig, wie er ausschaut? Weil unser Pförtner, der hockt im Grunde in so einem kleinen Häuschen mit rund,
ja, fast rund um Fenster. Und er schreibt nur auf, wer kommt und geht. Und halt, wenn Feueralarm ist oder so, alarmiert er die Feuerwehr und sowas. Aber Pförtners, also als Pförtner hat man doch eigentlich den... Also mir fällt da jetzt nichts anderes ein. Den langweiligsten Job ever, oder? Ich könnte mir nicht... Könntet ihr euch vorstellen, Pförtner zu sein und den ganzen Tag in so einem Glaskämmerchen im Grunde zu sitzen? Ich mir nicht. Also, ich glaube, da würde ich durchdrehen. Da müssten sie das Glas durch Gummibänder ersetzen, weil ich danach psychisch kaputt wäre. Also nichts gegen jetzt Pförtner, gell? Also, ist nicht böse gemeint, aber ich meine, ich könnte so einen Job nicht machen. Also, das geht einfach nicht. Ich könnte es echt nicht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder... Aber geht gar nicht. Pförtner sein. Ich verstehe es nicht, wie manche Leute so den ganzen Tag richtig schön chillen können. Nee, also wie man halt wirklich so ein Pförtner Job. Nein, das war scheiße zu weit. Oder nee, war es gar nicht. Wenn ich bis hierher mache, dann bin ich auf der Holzaußenwand. Und wenn ich jetzt halt hier natürlich... Fliegt es nach unten. Stimmt, wir haben ja da ganz viel Wasser da unten gehabt. Wir hatten ja ganz viel Wasser. Was ist da drin? Da ist Obsidian drin. Aber nur 11. Die könnte ich auch in die sonstige Kiste reinschmeißen. Ich will nämlich... ich weiß nicht, ob ihr... Ich beschreibe das mal kurz. Ich baue das mal kurz auf, was ich vorhab. Und wie ich mir das jetzt so vorstelle. Also 4 Blöcke habe ich ja sowieso. Zack. So. Und ich weiß gar nicht, ob man Dropper craften kann. Weil, oder einen Spender. Also einen Spender kann man craften, das weiß ich ja. Aber ein Dropper, es gibt ja auch noch den Dropper, der schmeißt es nur raus. Der Spender schießt es ja raus. Ich habe nämlich auf meinen... So. Jetzt macht es ein paar Mal. Wisst ihr schon? So. Aber das ist im Grunde so eine Art Turbo-Relais, kann es wirklich sagen. Der klatschstarke Signal, seht ihr jetzt, hat sehr schnell. Sehr schnell. An und aus. Und da will ich sozusagen einen kleinen Vernichter bauen. Der das dann alles in Lava oder so schmeißt. Da muss ich mir noch ein Stück Lava dann besorgen. Wobei ich gerade Sorgen habe, dass es das Schwierigste wird, ein Stück Lava aufzutreiben. Also wirklich ein Stück Lava. Ich will nur ein Stück. Ich will nicht mehr als ein Stück. Leider nehmen wir auch mal mit. Also nur ein Stückchen Lava. Das Holzzeug werden wir auch mal mitnehmen. Das könnte ich optisch... Oh Gott, mir schwebt da jetzt schon wieder so viel... Ihr müsst da irgendwas dagegen machen. Ich weiß nicht, was ihr dagegen machen müsst, aber ihr müsst was machen. Was mir schon wieder im Kopf miteinander geht. Oh, ich habe schon wieder so schöne Ideen. Ich hoffe, die kann man noch alles so schön umsetzen, wie ich sie gerade im Kopf habe. So dunkel hier. Geht mir da mal die Gleitung nicht mehr? Ach nee, ich bin hier im Wasser. Was ich schon wieder alles im Kopf habe. So, ich muss mal kurz anhalten. Ups, doch, hat schon passt. Da war jemand an der Tür. An der Tür. Wie mache ich das denn das am dümmsten? Wie mache ich das an? Hilfe! Ich häng!
Jetzt ist da ja kein unendlich Wasser mehr. Zack. Oh oh. Oh, ich war zu langsam. Ich musste niesen. Mach mal so und dann mache ich hier eine Fackel rein. Schaut doch gut aus. Und zack. Jetzt habe ich doch, da kommt Wasser. Sollte da nicht irgendwo Wasser kommen? Ah. Da kam Wasser. Lass mal frei und. Oh Mensch! Blöder Sand! Machen hier wieder eine Fackel her. Tschuk. Wisst ihr, dass ich Sand hasse? Jetzt! Zack. Und eine Fackel. Wasser her. Ich will die Schaufel. Ach, das brauche ich doch gar nicht wegmachen. Zack, zack, zack. Hochwasser. Hilfe, Hochwasser. Was sagt ihr eigentlich zu dem Edzard? Das war ja jetzt, ist recht aktuell eigentlich noch. Auch wenn es draußen mittlerweile wieder recht schön ist. Ihr habt es bestimmt mitgekriegt. Hundertprozentig habt ihr das mitgekriegt. Wenn ihr nicht selber betroffen wart. Da gab es doch Edzard. Durch die ganzen Regenfälle und durch das nicht so wirklich geile Wetter. Für den 6. Und für eigentlich ja schon Sommer. War jetzt echt beschissenes Wetter. Kann man wirklich. Da kann man nichts dran schönreden. Okay, geht. Kann man nichts dran schönreden. Nein! Hab ich falsch gebaut. Kann man nichts dran schönreden und. Es war jetzt echt. Dauert jetzt wegen länger, weil wir stehen auf der Leiter. Zu dem Hochwasser. War ja Passau und bei der Donau alles. Es war ja richtig brutalst überschwemmt. Also richtig krass. Die ganze Donau entlang und alles. 12 Meter Pegel und irgendwas. Normalfall ist irgendwie so bei 4. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, ich weiß es ganz genau, wie hoch die Donau sonst ist. Und das ist schon ein wenig brutal, oder? Also ich find's krass. Und echt ein Lob an die ganzen Helfer. Die haben das natürlich auch super gemacht. Ohne die Helfer, glaube ich, wären viele Menschen vielleicht da drin nicht mehr so in dem jetzigen Zustand. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Hochwasser miterlebt. Aber ich glaube schon so, dass. Das kann man sich so als Laie gar nicht. Also. So wie ich jetzt hat. Man sieht zwar die Bilder immer in den Nachrichten und sowas. Aber wie schlimm das für einen Menschen sein muss, der sich ein Haus zum Beispiel da unten aufgebaut hat, also so sein Lebensziel, ein Haus und alles gebaut hat und auf einmal so ein scheiß Regenwetter, im Grunde, es war ja wirklich nur Regen, auf einmal
Das Haus vielleicht, es war ja auch in den Nachrichten, da hat es ein Haus unterspült und ist jetzt einsturzgefährdet. Wenn es das Haus plötzlich unterspült und das heißt, du kannst deine eigenen vier Wände, dein Zuhause, da wo du lebst, nicht mehr betreten. Das geht einfach nicht mehr, da darfst du nicht mehr rein. Du könntest dabei umkommen oder so. Es könnte einstürzen. Wie schwer das für jemanden sein muss. Ist klar, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir halt echt schon brutalst vor. Auch wenn es vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Vielleicht stellen wir uns das nur so vor, weil wir durch die Nachrichten schon oft überzogen. Die übertreiben ja natürlich auch. Das ist klar, also Nachrichten übertreiben nie. Nein, Nachrichten sind immer ehrlich zu einem. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Wenn ich ehrlich bin. Ich möchte es nicht. Ich will nicht wissen, wie sich da Menschen fühlen müssen, die jetzt halt in Turnhallen schlafen müssen, weil alles unter Wasser steht. Das eigene Zuhause heißt, darfst nicht betreten, zu gefährlich. Ich glaube, das können wir uns so als, ja, wie soll ich sagen, als Außenstehende, sagen wir mal Außenstehende, ich glaube, das ist ganz gut, gar nicht vorstellen. Und wirklich an jedem, der da unten jetzt hat, sein Zeug verloren hat und sowas, die kriegen mein tiefstes Mitleid, also mein tiefstes Beileid, kannst echt sagen. Ich hab nur eine Wohnung, aber selbst in diese Wohnung nicht mehr rein zu dürfen, wo meine ganzen Habseligkeiten sind und alles, wäre selbst für mich schlimm. Und wie gesagt, ich habe eine lumpige. Ja, meine Miets gibt auch was dazu. Ich habe eine lumpige Wohnung. Also, Dichtkiste, du mal Obsidian raus. Und du mal daher. Ja, wie gesagt, ich habe nur eine lumpige Wohnung und möchte es mir nicht vorstellen. Ich finde Respekt an die Leute, die auch wirklich, viele haben ja da wirklich ihre vollste Energie reingesteckt, damit es einigermaßen glimpflich, kannst wirklich sagen, glimpflich noch ausgeht dort, weil die Bilder so oft im Fernsehen siehst, denkst du, Scheiße, was für Aufräumaktionen und alles da noch danach auch noch kommen müssen, damit da überhaupt